Der König von Deutschland hat unter dem Themenvideo geschrieben, dass er gerne meine Meinung zu Politik hören möchte. Servus Leute, willkommen zu einem neuen Summoner-Video und heute bin ich endlich mal wieder mit meiner Cap am Start. Das heißt, ich fühle mich wieder richtig wohl. Die Cap gehörte eigentlich schon zum Inventar. Die war ja eigentlich schon in gefühlt allen anderen Videos mit dabei. Und die letzten Videos waren ohne, hat mir nicht so gefallen. Jetzt bin ich wieder mit am Start und die gehört einfach dazu und die brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die gehört einfach dazu und jetzt fühle ich mich wieder richtig wohl. So, heute ist ein Summoners Talk angesagt, denn der König von Deutschland hat unter dem Themenvideo geschrieben, dass er gerne meine Meinung zu Politik hören möchte, beziehungsweise dass ich mich über das Thema Politik gerne äußern soll. Und das ist ein ganz, ganz heikles Thema, um ehrlich zu sein. Politik ist für mich genauso ein heißes Eisen wie Religion. Denn wenn du sagst, du bist für Partei XY oder du gehörst Religion XY an, dann kann es sein, dass du durchaus schnell in eine Schublade gesteckt wirst, wo du gar nicht hin willst. Und da wieder rauszukommen, ist sehr, sehr schwierig und das möchte ich um jeden Preis vermeiden. Das Einzige, was ich zum Thema Politik sagen kann und jetzt auch sagen möchte, ist Folgendes, dass ich genug Leute kenne, die die Politik schimpfen, mit der Politik unzufrieden sind, was ja in Ordnung ist. Aber dann, wenn solche Tage sind, wo man wählen gehen kann, sich dann nicht zur Wahl begeben mit der Begründung, es bringt ja eh nichts. Aber wenn du von vornherein schon diesen Standpunkt vertrittst, dass es nichts bringt, dann finde ich, brauchst du dich eigentlich auch nicht aufregen. Denn es dauert keine 2 Minuten und es tut dir ehrlich gesagt auch nicht weh, wenn du in das Lokal, in das Wahllokal deiner Nähe gehst, diese Kreuze machst und deinen Soll damit erledigst. So, jede Stimme zählt. Und klar, wenn du von vornherein schon so rangehst und sagst, bringt eh nichts, wenn ich wählen gehe, dann brauchst du dich aber hinterher auch nicht wundern, dass es wirklich nichts bringt. Logisch, das eine hat das andere zur Konsequenz. So, das heißt, wenn du deine Position änderst und sagst, okay, ich gehe mal wählen und damit in der Hoffnung, was zu verändern, dann ist die Möglichkeit auf jeden Fall da. Natürlich muss es jetzt nicht sein, dass sowas ändert, aber die Chancen stehen schon mal anders, wenn du deine Stimme abgibst, als von vornherein zu sagen, juckt mich eh nicht, bringt nichts, macht doch jeder, was er will. Also bevor ihr euch das nächste Mal immer so aufregt oder so, bitte der Hinweis und die Bitte von mir, geht wählen, macht diese Kreuze, dauert keine 2 Minuten, tut nicht weh und dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, etwas zu ändern mit eurer Stimme, könnt ihr was bewirken, denn eine Stimme mehr für die Partei bedeutet halt, dass vielleicht die Partei dann in den Bundestag kommt oder was auch immer. Also das nur als kleine Anekdote von mir, dass ihr doch bitte einfach ganz kurz bei solchen Sachen einfach eure Kreuze setzt und damit euren Soll erfüllt. Ich für meinen Teil würde mir irgendwie blöd vorkommen, wenn ich gefragt werde, wen hast du gewählt oder hast du gewählt, warst du wählen? Und ich würde dann sagen, nee, war ich nicht. Weil Lügen ist nicht meins, ich bin ja nicht derjenige, der sagt, ja klar. Und war dann gar nicht, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Deswegen, ja, einfach nur so unter uns, tut nicht weh und vielleicht bringt es ja doch was. Wirst du ja sehen. So, das soll jetzt eigentlich zum Thema Politik sein. Jetzt muss ich natürlich eine ganz krasse Überleitung zu einem anderen Thema finden. Und ja, das habe ich natürlich, denn steckt natürlich hinter dieser ernsten Themensache auch einen Sinn, beziehungsweise was habe ich mir dabei gedacht? Ganz einfach, ich kann diese Serie oder diese ja, Episoden, wie auch immer man das nennen möchte, auch dazu nutzen, um euch quasi Real-Life-Geschichten von mir zu erzählen. Das bedeutet, ich lasse hier wie gerade eben einfach ein bisschen Riesen formen und erzähle euch eine, keine Ahnung, ganz krasse Real-Life-Story, die mir wirklich so passiert ist.
und ihr könnt einfach mal lauschen und müsst jetzt nicht unbedingt krankhaft auf das Video schauen, sondern legt einfach euer Handy oder Tablet daneben und hört einfach zu, was ich euch zu erzählen habe. Ist auch einfach mal eine ganz willkommene Abwechslung, anstatt immer nur auf dieses Display zu schauen und gucken, was da vor sich geht, sondern einfach mal ein bisschen hörspielmäßig was zu starten, wo ich euch einfach mal ein bisschen was aus meinem Leben erzähle. Manche Sachen krass, manche vielleicht nicht so krass. Aber das finde ich halt eine ganz coole Idee, dass ich euch einfach mal so ein bisschen aus meinem Leben erzähle, ihr einen kleinen Einblick von mir bekommt, wer ich überhaupt bin, wie ich ticke oder so. Und je mehr Leute ich damit erreiche, desto geiler ist es natürlich für mich, ne? Ich meine, klar, wenn ich eine Person erreiche, habe ich schon definitiv das, was ich haben will. Aber je mehr Leute ich erreiche, desto schöner ist es halt für mich, dass ich das, was ich machen will, mit dem, was ich mache, auch Leute wirklich erreiche, die dann auch am Ball bleiben, die den Channel abonnieren. Ich muss echt sagen, der Channel läuft echt super gut und ich muss mir jetzt echt langsam Gedanken machen, dass ich mir so ein 50 Abo Special quasi überlege, denn ich steuere so nach und nach auf die 50 Abos zu und das geht echt, um ehrlich zu sein, ziemlich schnell. Und nicht, dass ich böse bin oder so, gar keine Frage. Aber dass das so schnell geht, hätte ich echt niemals für möglich gehalten. Also ihr seid echt krass, was den Support angeht. Dafür nochmal Chapeau. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich würde ganz gerne mehr Videos machen. Problem ist nur, dass ich mit Arbeit zu tun habe und immer erst relativ spät zu Hause bin. Und dann immer noch dies und das erledigen muss. Und ja, dass dann mit den Videos immer so ein bisschen schwierig ist, weil ich sehr spät abends, was heißt spät abends, aber erst so gegen 20, 21 Uhr zum Aufnehmen komme. Ist nicht ganz so. So, aber zurück zum Thema mit dem Real Talk. Also zum einen natürlich diese Real-Life-Geschichten, diese Einblicke aus meinem Leben, aber zum anderen auch euch mit einbeziehen. Das heißt, eure Sachen, eure Probleme. So quasi einfach wie eine Art Dr. Sommer, weißt du? Dass ihr mir quasi irgendwie Fälle erzählen könnt, wo ich mich quasi auslasse oder so. Einfach so quasi Dr. Sommer, so von wegen, ich habe mich mit meiner besten Freundin gestritten oder mit meinem besten Kollegen gestritten und das ist vorgefallen oder keine Ahnung. Das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Ich bin so ein Mensch. Ich war schon immer so ein Mensch, der immer zugehört hat. Natürlich auf der einen Seite immer so der Trash-Talker. Trash-Talk ist ganz, ganz schlimm. Trash-Talk und stumpfer Humor ist echt sehr, sehr viel vertreten bei mir. Das ist natürlich eine Seite. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr empathisch. Ich höre gerne zu, ich würde nämlich gerne Probleme und möchte Leuten etwas Gutes tun. Und ich muss sagen, ich feiere Kommentare unter großen YouTube-Kanälen. Wir reden hier von, keine Ahnung, 6, 7, 8 Millionen Abos und noch mehr. Wo dann wirklich unter den Kanälen als Kommentare von echten Zuschauern geschrieben wurde, ey, du bist mein Held, du hast mich durch die dunkelsten Zeiten geführt oder du hast mich irgendwie davon abgehalten, irgendwas Dummes zu machen, was ich nachher bereut hätte oder sowas. Und sowas motiviert mich echt ziemlich krass, denn ich finde es echt erstaunlich, was ein Mensch mit seinen Videos alles erreichen kann. Weil du musst dir halt überlegen, da sitzt jemand da, macht irgendwelche Faxen vor der Kamera, lädt das ins Internet hoch und andere Leute feiern das. Und es gibt Leute da draußen, denen geht es viel, viel beschissener und schlechter als mir. Und diese Leute möchte ich erreichen. Diese Leute, möchte, dass diese Leute hoffentlich irgendwann auf meine Videos stoßen, sich diesen Real Talk angucken. Wie ich mit den Problemen umgehe und was, wie ich mich dazu äußere oder so. Und einfach sagen, ey, der Typ, der hat irgendwas, weißt du? Das reicht mir ja schon. So, aber wenn ich irgendwann mal doch in dieser Position sein sollte, unter irgendeinem Video von mir ein Kommentar zu lesen, in dem steht, ey, du faszinierst mich, wegen dir habe ich irgendwas unterlassen, was ich eigentlich schon lange vorgehabt hätte.
Du hast mich durch meine dunkelsten Zeiten geführt und du hast mir wieder einen Sinn gegeben, am Leben teilzuhaben und wieder Freude zu spüren oder sowas. Das wäre das größte Kompliment, was ich wirklich kriegen kann. Und dafür möchte ich diese Serie oder diese Art von Videos auch nutzen. Denn es gibt genug Leute, denen es beschissen geht. Machen wir uns nichts vor. Klar kannst du dich hier hinsetzen vor der Kamera und kannst Faxen machen und lustig sein und so. Das wird natürlich auch den Großteil der Leute ansprechen, aber die Leute, denen es halt nicht so gut geht, die kriegst du mit solchen Sachen eher weniger rum. Die kriegst du, wenn du Empathie zeigst. Und das gehört zu meiner Persönlichkeit dazu. Das heißt, ich will nicht nur ausschließlich Randomness machen und Bullshittery, kann man sagen, und auch nicht nur ernste Themen only, sondern einfach einen schönen Mix draus machen. Dass ich quasi so viele Leute wie möglich erreiche und wir einfach so eine gemixte, sag ich mal, Community aufbauen können. Das wäre ja ziemlich geil, dass ich Leute von der Spaßfraktion, aber auch von der ernsthaften, empathischen Fraktion quasi vereinen kann in einem Channel, in einer Community. Und man sich halt trotzdem austauschen kann und trotzdem die Leute, die von der Spaßfraktion kommen, vielleicht die Leute, die von der ernsten Fraktion kommen, helfen, weißt du, und halt auch ihre Tipps geben und freundlich miteinander umgehen können und so. Das wäre mega, mega, mega dufte, wenn sowas quasi zustande kommen würde. Und ja, ich finde, das Internet ist für jeden da und ist eigentlich für ein Miteinander. Was mich halt sehr traurig macht, ist immer dieser Hate. A, im Internet und dann immer so untereinander. Das muss absolut nicht sein. Und natürlich wird sicherlich auch früher oder später der ein oder andere Hater zu mir kommen oder so. Aber keine Ahnung, das muss man abkönnen. Dieses Gehate und dieses Aufgehetze geht mir total auf den Sack. Warum das sein muss, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist mir ein völliges Unding, wo man sinnlos hatet und nicht irgendwie einfach cool miteinander sein kann. Es gibt halt immer Leute, die sinnlos Stress schieben müssen, aber die kannst du nicht ändern, die sind so. Ich weiß, dass es genug korrekte und coole Leute da draußen gibt, die nicht trollen, die nicht haten, sondern die einfach cool sind, einfach relaxed und einfach nur auf Austausch sind und ja, man sich einfach feiert. Und so soll es ja auch sein. Und ja, wenn ich dann irgendwie trotzdem so eine Community quasi ohne Hate, was mir ganz, ganz wichtig ist, ja, aufbauen kann, oder dann bin ich echt mega dankbar für alles und habe mega, mega Freude. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich schon mega Bock mit dem, was ich mache und an dem, was ich mache. Aber wenn ich merke, dass es halt immer mehr Leute erreicht und die Community immer größer wird, dann hast du natürlich auch mehr Bock. Man tauscht sich mehr aus, man ist einfach cool miteinander und es macht einfach mega, mega Laune. Und das merkt ihr, das merke ich. Und so profitieren halt beide Seiten von. Und das wäre mega cool. So, ich denke mal, ich habe genug gequatscht. Ihr wisst jetzt ungefähr, so wofür ich diese Videos nehmen möchte. Also ich kündige es schon mal an, dass ich demnächst mal eine Real-Life-Story von mir raushauen werde. Das heißt, seid gespannt, freut euch darauf, dass ich euch eine sehr schöne Real-Life-Story aus meinem Leben erzählen werde. Das kannst du dir teilweise nicht ausdenken, was mir da passiert ist. Aber da sind schon einige coole Sachen zusammengekommen. Und ja, die verschiedensten Zeiten, die verschiedensten Lebensphasen, in denen das spielt, ey, da könnt ihr echt gespannt sein. Ich finde, das eignet sich super gut, um so eine Dinge anzubringen und sich einfach ein bisschen zu unterhalten. Und freut euch, ich freue mich auch. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Summer-Video. Ich mache mich ab, sage danke fürs Zusehen, danke für eure Aufmerksamkeit und wie immer, later und bis später.